Er gehört zu den Geschädigten des Skandals um den insolventen Zahlungsabwickler Wirecard. Ex-Bundesfinanzminister Peer Steinbrück habe privat in Wirecard-Aktien investiert, die nach der Insolvenz des Finanzdienstleisters quasi wertlos wurden, berichtet der Spiegel. Auf Anfrage bestätigte der 73-Jährige, dass er vor 1,5 Jahren die Aktien erworben habe. Zur Höhe seiner Verluste wollte sich Steinbrück nicht äußern. Dies sei Privatsache. Angesprochen auf die kriminellen Machenschaften des Wirecard-Konzerns, sagte er, er habe sich einen solchen Betrug nicht vorstellen können. Wirecard hatte im Juni Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt und in der Folge Insolvenz angemeldet. Die Münchner Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Zahlungsdienstleister seit 2015 Scheingewinne auswies und ermittelt wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young steht in der Kritik, weil das Unternehmen die Jahresbilanzen bei Wirecard seit 2009 geprüft und testiert hatte.